Das ist ja auch ein kleiner Wald, aber. Ah, es war nur ein kurzer Regen. Doch sehr benzinsparend. Wenn ich mit dem Baum laufe, dann lass er nicht mehr fallen. Und wie gehen? Diese Am Büsche PC kann man spielen nicht wir mehr das. verkennen. Bitte? Ja, das wäre PC spielen. Welche Büsche? Ne, die Büsche kann man dann nur mit seinem Mulcher wegmachen irgendwann. Ah ja. Oder mit einer Grube. Ich hab einen Baum. Was ist denn Farmerin, Isabella? So? Ich bin Farmer, ja. Ja, ich tu fahren. Ich bin Farmer. Ich bin Fahrer. Das ist ein Mäher. Rasenmäher. Ja. Eine andere Art, aber das ist ein Rasenmäher, wo man drauf sitzen kann. Ja, der tut mähen. Es gibt Modelle nicht, ja. Ja? Was kann ich für dich tun eigentlich, dujenige, die schon schlafen sollte jetzt? Du kannst schlafen. Du wirst schlafen. Weil du dann morgen grantig bist. Das kannst du mir versprechen, dass du nicht grantig bist, Mann. Schwörst du auf dein Tablet, dass dein Tablet wegkommt, wenn du grantig bist? Schwörst du darauf? Sicher wächst Gras nach. Nein, nicht. Nein. Na gut, ich komme gleich. Ich bringe da die junge Dame noch ins Bett wieder zurück. Komm bitte. Unterstützt sogar Controller. Okay. Muss ich mal wieder mal anschauen. Ich meine, ich habe schon mal was gelesen, dass es sehr gut sein soll. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert. Muss.
Okay. Ist das schon ein Release-Datum oder ist das nichts Offizielles so? Das klingt wirklich gut. Also, dass sie vor allem auch dahinter sind. Die will ich mal austesten. Alter, das Kind hat mich jetzt sicher wieder 270 Euro gekostet. Ja. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Wie ich da jetzt unproduktiv gestanden bin. Ich habe jetzt einmal alle großen Bäume gefällt. Ich versuche jetzt dann nur irgendwie aus diesem Wald rauszukriegen. Nicht so einfach ist. Außer Bäume, also außer Bäume und Busch, nur Busch sehen. Dann grüße mir schön. Ich meine jetzt ganz eigentlich blöde Dings. Ja. Bäume-Dings ist jetzt effektiver, ja? Ja. Wenn du mir hilfst, sie rüberzutragen, ist es auch doppelt so schnell. Ist ja eine Möglichkeit, ja? Wenn du mir sagst, wie ich die Maschine abstellen kann? Das weiß ich nicht. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, ich bin kein Controller-Spieler. Ja, weil Paragon war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel vor allem. Also das war wirklich schade um das. Was für ein Spiel? Paragon. Das gibt's auch nicht mehr? Schon längst nicht mehr. Aber es gibt jetzt ein neues. Das wollen sie dann auch sogar auf die Konsole bringen. Wurde mir gerade mitgeteilt. Lieber Markus. Und wie heißt das? Auch Paragon, weiß ich jetzt nicht, Odessa oder so irgendwie? Alter, der Baum ist, hängt irgendwie fest. Ja, bei einem anderen Baum. Es ist nicht so leicht, die Bäume aus dem Wald zu bekommen. Bin jetzt am überlegen, ob ich alle umschneide mal. Wäre vielleicht eine Idee. Dann haben wir alle dort einmal auf einen Haufen. Ja. Ich tue mir da urschwer, die rauszuzahlen. Einer liegt aber eh draußen, glaube ich. Also ich habe noch nicht alle von draußen hingetragen. Draußen liegt einer? Deine liegen. Ah, da. Also okay. Bei mir geht's. Ich lauf. Schau mal, ich lauf und ich verliere nicht. Oder wie nimmst du diesen Baum, dass du nicht verlierst? Unten? Ganz unten? Keine Ahnung. Zeig mir diese Technik.
nehme mal oben. Da verliere ich ihn, ja. Aha, okay. Also, Paragon Overprime, das ist kostenlos. Ist aber nicht das 1 zu 1 von früher. Und dieses Paragon, warum ruckelt das? Alter, das kann ich nicht mit. Bethesda, das ist dann 1 zu 1 wie früher. Warum schließt mein Spiel, dass man es dann wieder wie früher macht? Ich glaube, es ist ein anderer Entwickler. Ah, okay. Der den Quellcode hat quasi. Ich glaube es. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Mit dem Baum dort. Da hinlegen auf einen anderen jetzt. Alter, was ist jetzt mit ihr? Ich komm gleich wieder. Kontrollung. Viel Spaß, aber aber er muss. Gibt nur ein Muss. Gibt kann ich, will nicht. Ich habe gelesen, dass es auch einen Mod gibt, dass man da die Steine wegtun kann. Okay.
muss ich hin. Baron damals nie mit uns gespielt? Nein. Ist das auch ein Battle Royale oder? Nein, das war es wie League of Legends, nur halt eben nicht so von oben Ansicht, sondern in Ego. Ah, warte mal, ich glaube, das habe ich mir. Da war Ingo und so auch dabei immer, oder? Ja, mit Ingo, Markus. Hast du auch verschiedene Charaktere gehabt, die verschiedene Fähigkeiten hatten und war eigentlich genau dasselbe Stil wie. Also selbe Prinzip wie League of Legends. Auf die andere Seite der Dings zu kommen. Oh ja, ich glaube, ich erinnere mich. Nicht oft, aber. Ich habe es leider dann auch nicht so oft gespielt, aber im Nachhinein eigentlich. Traurig. Ich habe die Technik auch schon herausgefunden, der Baum darf den Boden nicht berühren. Jedes Mal, wenn er den Boden berührt, ist aus. Genau, ist aus. Ich habe auch dort, dass du mal jetzt umholzen alles. Ich habe eh schon ein bisschen was umgeholzt wieder. Ach so. Aber doch, oh. Ich bin zu schnell für diesen Baum. Ich glaube, das sollte man mal verkaufen. Ja, 5.100, wir nähern uns. Wie viel kostet der Traktor? 17.000. Ah ja. Die Frage. Kriegen wir für. ...4.300 würden wir dann für einen anderen kriegen. Was für einen anderen? Na, für den Meh. Achso, dann werden wir mal einen verkaufen. Ja. Ja, Stand jetzt, oder? Meinst du das? Naja, je länger wir den behalten, desto. Ja, gut, aber das ist so. So schnell geht das jetzt auch nicht. Wir haben nicht einmal einen Tag noch, was ich. Werden wir dann eh dann. Ich. Demnächst dann verkaufen. Wenn wir sehen, es wird sich ausgehen. Beide wird sich dann nicht ausgehen, dass wir verkaufen, dass wir dann beide was machen. Gut, glaube ich. Kann er zwei Traktoren leisten. Ja, stimmt. Und Wald ist das der einzige hier auf der Karte. Achso, hier auf der Fläche. Warte. Ja. Okay, bin ich da jetzt. Gut, dass du noch nicht alles abkolbst, oder? Ja, schon, aber dass ich trotzdem nicht ausgehen, dass ich so lange, bis wir einen zweiten Traktor oder so haben. Ja, stimmt. Wollen wir machen. Weil viel ist jetzt schon weg, also. Geht schon was raus. Ich sag, den zweiten Traktor sollte halt dann, glaube ich, schon ein bisschen noch mal stärker sein. Hm. Setz ich jetzt mal, oder? Über 100 oder so. Das. Ja. Dass der vielleicht gleich die Ballmaschine ziehen kann. Na gut, das wird ja 60 PS auch, deswegen habe ich halt den ausgesucht. Ah, okay.
Ich sehe, es ist ein Traktor, jetzt hat auch über 100 PS, aber der kostet halt dann auch 30, das wird sich nicht ausgehen halt. Aber es wird mit Holz, aber das haben wir halt auch nicht unendlich. Da ist das Gras dran. Na, ich sag, wenn man dann wirklich mehr mähen kann, da hat man das Gefühl, dass trotzdem mehr weitergeht, weißt du, wie ich meine? Als wenn man mit den kleinen Scheißerl fährt. Ja, sicher. Es wird ja auch ein bisschen mehr, weil der Ladewagen ist ja sicher breiter und das Doppelte wie die. Keine Scheiße eben. Das Hin- und Herfahren nimmt ja auch schon viel Zeit weg. Stimmt. Dann ein Unterschied, glaube ich, 15.000 zum Beispiel gleich nehmen als 1.200, glaube ich. Ja. Das wird jetzt auch nicht die Welt an Kohle einbringen, aber. Man hat das Gefühl, es geht mehr weiter. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch sagen, weil man, ich weiß jetzt nicht, was der Ladewagen wird nicht, den kann der so auch ziehen. Die Frage ist, was braucht der Mähbalken? 40 PS braucht der Ladewagen. Mäh. 15 PS. Also wir könnten ihn ja theoretisch ohne Upgrade kaufen bei dem Traktor. Mhm. Aber dann kann ja schon einer losfahren. Ja. Würde ja 12.000 kosten. Mhm. Die hätten wir gleich. All in meinst du jetzt? 12.000. 12.000 der Traktor. Also nur der Traktor jetzt. Und dann 1.200 für das Mähwerk, aber dann kannst du mal mähen oder ich mähe. Oder wahrscheinlich du eher. Ich hab die Kettensäge. Dann mähst du da was und bis dahin habe ich dann wahrscheinlich schon den Ladewagen drin. Mhm, das klingt nach einem Plan. Die Bäume kommen jetzt halt auch immer weiter weg, das ist jetzt auch wieder ein längerer Weg. Ja. Ein Vetter liegt noch hinten. Dann verkaufe ich einen gleich einmal, weil bevor wirklich, sagst der Wert sinkt. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt damit Bäume weitermachen und du meinst, ich meine, was hättest du dann für eine Beschäftigung, wenn ich mit Gras dabei machen will? Ja, auch Gras dann, wenn die Bäume weg sind. Achso, okay, weil dann kann man nicht die zweite, meine Idee wäre gewesen, ob man die zweite nicht auch verkaufen. Aber dann habe ich halt nichts. Ja, eben, drum, das ist dann blöd. Aber einen Traktor haben wir gleich. Okay. Ich sehe halt, der Wald ist jetzt auch nicht mehr so groß. Vielleicht noch 20, 30 Bäume. Ich meine, ich weiß nicht, was unten auf der Fläche jetzt noch steht. Also unter dem Hang da. Ich glaube, da steht auch nicht mehr viel.
Das heißt, wir brauchen ca. 15.000. Dann haben wir alles, ja. Gut, nur der Traktor nutzt uns dabei ja nichts. Ja, aber 13.200 würde reichen, dass du mal den Mähbalken hast. Achso, dass ich immer nur mit zum Mähen anfangen, meinst du? Ja. Ja, aber wir können sie ja nicht aufsammeln. Ja, aber dabei kann, während du schon mähst, kann ich ja dabei noch Bäume machen. So, so meinst du das. Okay. Wenn du ein bisschen was gemäht hast, kannst du dir wieder weiterhelfen, aber dann ist schon mal was gemäht, weißt du? Ja, stimmt. Geht schon mal was weiter. Und dann schauen, ich glaube, da hinten liegt nämlich noch ein Riesenbaum. Ja. Ich sehe da jetzt leider nichts mehr, wo? Ah, falsch gegangen. Bin ich auf Feld 54. Jetzt so. Liegt da noch irgendwo einer? Ein großer? Nein, das ist der letzte wirklich. Haben wir dann nur mal die kleinen. Ja, das ganze Druck. Zu groß. Erst. Was denn? Ganz rum. Warte, wo bin ich jetzt? Du.